Hi meine Lieben, heute geht es um meine 31. Schwangerschaftswoche und in dieser Woche ist gar nicht so viel passiert, aber da ich im Moment ja bei meinen wöchentlichen Updates bin, dachte ich, drehe ich einfach auch mal darüber ein Update. So ein bisschen was gibt's immer zu erzählen und ja, da fange ich auch gerade mal an. Mir fällt immer mehr auf, dass ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr habe, mich zu schminken, großartig. Ich benutze die ganz normale BB-Cream, also so eine getönte Make-up-Creme, aber die deckt jetzt nicht so krass ab oder so, sondern einfach nur, dass es ein bisschen mattiert wird dadurch. Und ja, die benutze ich und ab und an mal so ein bisschen Rouge oder so, aber nee, irgendwie habe ich da einfach keine Lust mehr drauf. Und bevor ich schwanger war, habe ich mich ehrlich gesagt jeden Tag geschminkt und bin auch gar nicht so richtig ohne Schminke nach draußen halt gegangen. Das ist was Neues auf jeden Fall. Das habe ich zwar schon ein bisschen länger, aber immer vergessen zu erwähnen. Und da dachte ich, das mache ich jetzt einfach mal eben hier. Genau, dann habe ich die letzten Besorgungen für meine Kliniktasche endlich getätigt. Oh, ich dachte eigentlich, ich hätte schon alles, aber irgendwie habe ich dann noch mal eine Liste gefunden von unserem Krankenhaus, wo ich entbinden werde. Und da standen noch so ein paar Kleinigkeiten drauf, die ich einfach gar nicht bedacht habe. Und naja. Gut, egal. Da habe ich jetzt auf jeden Fall auch die letzten Sachen besorgt und kann endlich anfangen, dann bald das Ganze auch mal abzudrehen. Also gepackt ist sie jetzt eigentlich und es kann jederzeit losgehen mit dem Drehen. Dann haben wir endlich unseren Schrank hier aufgebaut für die kleine Maus im Schlafzimmer. Der steht fast komplett, da fehlen nur noch so ein paar Schubladen, wo man dann halt unten die Söckchen und so reintut. Ich kann euch den ja mal kurz zeigen. Dann drehen wir das Ganze hier einmal um. So, also, ja, der geht halt noch ein bisschen höher, noch ein bisschen mehr nach unten. Ich zeige den einfach nochmal in einem anderen Video dann ein bisschen, ja, genauer sozusagen. Aber der ist auch schon eingeräumt. Das habe ich noch gemacht in dieser Woche und bin extrem müde. Also, ich bin ja eh schon immer so, dass ich viel tagsüber auch schlafen muss und nachts klappt es wirklich so gut wie gar nicht mehr. Also so gegen 4 Uhr kann ich dann endlich einschlafen meistens. Und ja, mein Freund steht so zwischen 5, halb 6 auf. Ja, sagen wir mal eher halb 6 steht er auf. Und dann stehe ich halt mit auf, weil ich irgendwie dann auch nicht mehr schlafen kann. Das heißt, dann hatte man nicht so viel Schlaf. Und bin dann irgendwie voll wach auch erstmal so 1-2 Stunden. Und dann haut es mich wieder voll um. Also dann muss ich mich wieder hinlegen, wieder schlafen. Und ich habe das Gefühl, ich komme zu gar nichts mehr. Noch nicht mal die normalsten Dinge. Also, keine Ahnung. Es ist wirklich richtig schwer im Moment. Und jetzt ist es heute wieder sehr, sehr heiß geworden. Und die nächsten Tage werden auch sehr heiß. Also über 30 Grad sogar. Und das ist für Schwangere, glaube ich, einfach nichts. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Schwangere da zurechtkommt. Oder welche Schwangere in einem etwas weiteren Stadium, muss man ja dazu sagen. Ja, beim Frauenarzt war ich auch mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob euch das so interessiert, weil ich ja fast jede Woche eigentlich mittlerweile beim Arzt bin. Einfach wegen diesen ganzen Komplikationen. Aber ja, die Kleine hat jetzt 2000 Gramm und ist immer noch circa anderthalb, zwei Wochen weiter bei den ganzen Messungen, wie schon auch von Anfang an eigentlich. Der ET wurde halt nie geändert, also der Entbindungstermin. Aber was soll's, kann ich jetzt auch nichts für. Man sieht auch halt am Gewicht und an den ganzen Messungen, dass die einfach ein bisschen weiter ist. Und ja, 2 Kilo wären für die für Anfang 32. Schwangerschaftswoche ja viel zu viel. Aber sie ist eigentlich ungefähr jetzt in der 34. Woche. Weswegen das alles völlig in Ordnung ist. Es ist auch nichts unproportional. Also es ist nicht irgendwie der Bauch riesengroß und der Kopf ganz klein oder andersrum. Sondern da passt halt alles zusammen. Und deswegen machen wir uns da auch keinen Kopf. Brauchen wir ja auch gar nicht. Es ist einfach schön, dass ich weiß, dass es ja wahrscheinlich dann ein bisschen früher losgehen wird und kann. Und mittlerweile fieber ich dem Tag sehr entgegen, wo es dann wirklich losgeht. Ja, dann trinke ich ganz, ganz viel in dieser Woche. Also mal locker 3 Liter am Tag sind da drin und nachts trinke ich auch meistens so fast 1 Liter. Also ich erwische mich immer wieder, dass ich irgendwie zur Flasche da greife, zur Wasserflasche und nur am Trinken bin, was ja eigentlich gut ist. Im Endeffekt, auch mit den Wassereinlagerungen ist das super und ja gut, ist halt so. Zugenommen habe ich jetzt 34 Kilo, letzte Woche waren es 33, das heißt 1 Kilo ist dazugekommen.
Ich denke, es geht so weiter. Also ich schätze mal, dass ich ungefähr bei 40 Kilo plus landen werde. Hört sich echt krass an, ist es auch. Also ich habe auch schon überlegt, euch mal ein Foto von mir vor der Schwangerschaft einzublenden. Vielleicht kriege ich das ja hier auf die Reihe irgendwie. Und da könnt ihr dann auch mal sehen, dass es echt ein krasser Unterschied ist. Aber ist klar, 34, 35 Kilo sind natürlich eine immense Menge. Und es ist ja logisch, dass man das dann auch sieht irgendwo. Ja, genau, das ist noch gewesen und ansonsten muss ich mal gerade überlegen. Nee, ich glaube, sonst war gar nicht mehr so viel ausnahmsweise. Ach doch, mir ist mal wieder was eingefallen. Und zwar wurde ich angerufen von der lieben Janine von der Windelbar, also von dem Shop windelbar.de. Und ja, das war ganz schön, weil sie möchte halt so eine Art Porträt über mich machen auf deren Blog. Und da geht es dann um Schwangerschaft mit Autoimmunerkrankungen oder auch trotz Autoimmunerkrankungen. Und ja, da bin ich ja, glaube ich, ganz gut geeignet, um darüber so ein bisschen was zu berichten, weil ich ja so ein paar davon auch habe. Deswegen hat es super gepasst und ich freue mich da total. Freue mich auch ganz doll, das dann lesen zu können, was sie so geschrieben hat. Und das war auf jeden Fall noch diese Woche und das war ganz, ganz schön. So, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich. Ich habe gesehen, ich habe jetzt irgendwie 50 Abonnenten oder sogar 51, 52. Und wow, also ich hatte ja wirklich teilweise irgendwie die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben. Ich dachte dann doch vielleicht das Thema, worüber es bei mir geht, ist vielleicht so ein bisschen zu speziell, um da mehr Menschen einfach zu erreichen mit. Ja, es ist auch speziell und deswegen fahre ich ja auch die Schiene, dass ich halt zum einen die Diabetes-Videos und Autoimmunerkrankungs-Videos sozusagen drehe und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Schwangerschaftssachen und dann eben über das Leben mit Baby und über ja, die Geburt und sowas, was halt viele machen. Und jetzt seht ihr noch meinen Babybauch. So, das ist der Bauch von vorne. Und von der Seite, ich mach mal so, ja, jetzt sieht man es so ein bisschen besser. Ich glaube, das Licht ist nicht so gut. So, naja, ich denke, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt mein Bauch. Und diesmal habe ich die Kamera sogar gefunden auf Anhieb. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Und sag einfach bis zum nächsten Mal und schaltet gerne wieder ein. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.